Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Kinder, herzlich willkommen bei den drei Herren vom Film. Ich habe mich in die Kamera geguckt gehabt beim Klatschen. Ja, macht ja nichts. Beim Kerngeschäft. Wir sind wieder beim Kerngeschäft der drei Herren vom Film, bei der Kernkompetenz angelangt. Wir hacken wieder aus. Yeah! Super. Das erste offizielle drei Herren Unpacking 2015 und da heißt es eigenes Unpacking natürlich und da heißt es wieder, zumindest bei mir erstmal, auf den Stand kommen. Dann der Scheiß heißt, ist heiß. Der Scheiß ist heiß, der heiße Scheiß, das ist ein anderes Paket. Und also, das ist einfach nur die Kiste. Ich wollte gerade sagen, so kaufst du Mode. Gesammelte Werke aus dem Rest vom, was haben wir gerade analysiert? 2. Oktober haben wir es gedreht. Ja, also Hochstand, das heißt, 1. Oktober war ein Feiertag. Ja, war auch immer lange ist her. Also, sprich, hier ist der Rest vom letzten Jahr. Plus Weihnachten, plus die ersten Käufe. Und Weihnachten war auch letztes Jahr. Plus die ersten Käufe vom neuen Jahr. Und wenn diese Kiste abgehandelt ist, bin ich wieder auf dem aktuellen Stand. Und dann gibt es wieder die normalen Unpackings. Amazon, Rebuy und so weiter. Und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist alles drin aus den letzten zwei Monaten. Und nicht zu vergessen, bis du auf Stand bist, kommt auch schon wieder die nächste Börse. Und dann. Nee, mit diesem Paket bin ich ja auf Stand. Achso, ja. Das ist jetzt der Rest. Bis wir uns dann wiedersehen. Achso, ja. Dann hat man ja wieder so eine Themen am Picking. Da habe ich wieder Rebuy, Börse. Da habe ich nicht. Hier ist ja jetzt alles drin. Hier ist jetzt Amazon, Weihnachtsgeschenke, Mediamarkt. Was ist das für ein Laden? Rebuy, Ebay. Weihnachtsgeschenke. Alles ist das. Alles. Jetzt habe ich was gesehen. Macht ja nichts. Und jetzt fangt einfach an. Ja, genau. Fangen wir mit Klassiker an. Kenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. The Hunters. Jäger des Todes. Made in Europe. Ja. Sehr wichtig. Schön. Von Kiel Sandwall. Mit Helena Bergström, Lennart Jäkel, Rolf Lassgard. Scheint was aus dem skandinavischen Bereich zu sein. Und da ich dazu nichts. Aha, es geht um einen Fall von Rentierwilderei. Interessant. Rudolf the Red-Nosed Reindeer ist schon vorbei. In seiner In seiner eigenen Heimat befindet er sich in Gefahr. Okay. Ja. Skandinavisches Kino, Europa erzählt von der Wilderei, der Tierjagd. Mich interessiert, wo hast du den gejagt? Ja. Natürlich bei Rebuy. Und das war mein erster, ohne Scheiß, manchmal mache ich sowas, ja. Das war mein erster wirklich geplanter Rebuy-Kauf. Ich bin wirklich auf Rebuy gegangen und habe The Hunters eingegeben. Und zwar, weil der Film mir empfohlen wurde. Vor meinem Vater. Die Herrschaften lachen. Ja, da muss man dazu sagen, wenn mein Vater was empfiehlt, das kann alles sein. Ja, das kann der, er meint, also dein Vater ist ein guter Käufer von mir und er steht auf Kino. Ich sag ja, es ist Qualität. Es ist immer so ein Grenzweg. Du hast das Mutterding. Ja, es ist so ein Grenzweg. Ja, und da hat er halt, den hat er irgendwie auch billig irgendwo geschossen, in Teddy oder so damals. Ja, günstig. Oder auch, wahrscheinlich auch ein Trödel, keine Ahnung. Und er meinte, ey, völlig unbekannt, Qualität ist auch total für den Arsch, aber der Film ist echt geil. Der ist wirklich der ist total spannend und bam, bam, bam. Und dann bin ich echt auch lieber, okay, dann bist du mal The Hunters. Ja gut, 89 Cent. Habe ich noch ein paar andere draufgepackt, damit sie lohnt und dann. Ja, 2,50. Bin ich mal gespannt. Ja, keine Ahnung. The Hunters, Jäger des Todes und es geht tatsächlich um irgendwelche komischen Wilderer, die sich irgendwie dann sich gegenseitig durch den Wald jagen. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde berichten. Die Hunde. Habe ich ja direkt eine Filmperle rausgezogen. Ja, Bushidos Verfahren, Zeiten ändern dich. Was fällt mir dazu ein? Daniela, sei gegrüßt an dieser Stelle. Ich erinnere mich noch, als wir vor Jahren irgendwie in diesen Film gehen wollten, mal wieder rein wollten. Und ich gesagt habe, da gehe ich nicht mit hinein. kann ich nicht zu sagen, habe ich nicht gesehen. Uli Edel Film, Bert Eichiger Produktion, Bernd schon tot, Konstantin. Ich muss auch sagen, ich kenne auch keinen Bushido-Song wirklich so vom letzten Bushido-Song. Wüsste ich jetzt keinen. Wahrscheinlich kenne ich Tausende oder so, aber ich wüsste jetzt nichts da irgendwie. Ein Leben lang! Mit Karel Gottes Duo. Hast du das? Zum Beispiel. Okay. Super. Weil er zu Ehren seines toten Vaters geschrieben hat. Dazu ganz witzig, ich war am Samstag, also
wo wir gedreht haben. Nein, wir waren ja, ich war ja in so einem Live-Escape-Game mit Bekannten von uns, seinem Freund und meiner Frau und Freunden und so weiter. Und da lief, als wir danach essen waren, da lief im Hintergrund in dem Schweinske, ups, darf ich das sagen, egal. Schweinske ist geil. Lief der Film hier mit Eminem. Da lief der Titelsong davon. Eight Mile, genau. Und da habe ich gesagt, boah, habe ich noch nie gesehen, werde ich auch nie sehen. Und Lars, der dabei war, sagt, oh geil, der war genauso geil wie der Bushido-Film. Ich fand Eight Mile auch cool. Curtis Hanson. Egal. Aber das ist dann wahrscheinlich auch ein Film, den ich nie sehen werde. Ja, habe ich mir auch immer gesagt. Jetzt habe ich mir gesagt, Zeiten ändern sich. The Hunters, genau, Zeiten ändern sich. Ja. Der lacht daneben bei Remike. So in der Auslage. Für 1,09 Euro. 50 Kunden, die der Hunters gekauft haben, empfehlen nach Bushido. Was mich so ein bisschen dann noch gepackt hat, waren so Sachen wie Moritz Bleibtreu, Elias Mbarek und so weiter, weil da spielen echt viele mit. Er soll gut sein. Ne? Ich habe mit Bushido auch nicht viel am Hut, ehrlich gesagt. Ich hab ein paar Alben von denen zu Hause. Ich finde ein paar Lieder von denen auch richtig gut. Ja, wenn man jetzt von diesem üblichen Pöbel, wie nennt man das, Ghetto-Rap da mal absieht von hier. Ist nicht meine Musik zu tun, wie du hast ein paar Alben zu Hause. Weil ich ein paar Lieder. Wie viele Alben habt ihr von Leuten, mit denen nichts zu tun hat? Also ich bitte. Ja, ich. Ja, was hast du mit den Leuten zu tun, von denen du Alben hast? Naja, egal. Ja, wenn da ein Album ist, wo drei Lieder gut drauf sind, warum soll ich mir dann die drei Maxis kaufen? Also kaufe ich ein Album. So. Oder lad es mir runter oder sonst was. Oder dann kannst du doch nur. Ich hoffe nur legal. Nein, ich mag. Natürlich nur legal. Hallo. Ich bin kein Bushido-Fan. Weil er ist ja auch immer eine Schlagzeile. Jetzt hat er wieder seine Frau vermöbelt oder was da war. Keine Ahnung. Bushido dann hat ihn verklagt. Dann hat er ja hier mit Peter Maffay sich da in der Haare gehabt wegen dem Lieder und alles. Aber ich finde ein paar Lieder ganz gut. Aber wie auch immer. Ich erzähle so viel, wie ich will. Das ist mein Film. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt schon 8 Minuten. Aber zwei Filme. Der Film soll gut sein und deswegen gucke ich mir jetzt auch mal an. Und mit 10 goldenen und 2 Platin-Schallplatten ist Bushido der erfolgreichste deutsche Rapper aller Zeiten. Dies ist seine Geschichte. Und du kaufst ja auch den Modern Talking Fan. Zeiten ändern dich. Den würde ich mir auch kaufen, ja. Modern Talking Fan. Modern Talking Fan. Das haben wir geklärt. So. ein Upgrade, vermute ich. Mhm. Das Kabinett des Schreckens. Ein 80er. 80er? Yes. Ein 80er Horror-Klassiker, den wir auf deinem vorletztjährigen Halloween-Drei-Tage-Marathon sehen durften. Ja, ganz nett. War jetzt nichts Berauschendes, fand ich jetzt nicht so Bombe, aber man konnte sich in dem Abend mal ganz unterhaltsam und von daher. Ja. Pay to get in, to get out. Wer was für dich spielt, nämlich auf dem Jahr. Ja, du zahlst für dich schon fast. Ja. 4 Teenager, wenn der Satz so anfängt, dann sterben wahrscheinlich von den 4 Teenagern welche. Vergnügen sich auf einem Jahrmarkt. Die Gambino und verstecken sich. Die verstecken sich in der Geisterbahn oder was mehr? Richtig. Wie schlau. Wie schlau. Ja, weil sie ficken wollen. Die wollen. Ich bin aber auch so unterdurchschnittlich. Ja, wenn man kein Zuhause hat, dann muss man in der Geisterbahn. Wenn man zu Hause bei den Eltern wohnt, dann muss man in der Geisterbahn. Komm, du hättest ja früher auch gemacht. Ich bin ja einmal im Kino. Und, ja. Ja. Also, war draußen kalt, war. Achso. Ja, nicht im Kino das, sondern. Ne, ach so. Weil es das verstanden ist, muss man im Kino. Ja, es gibt auch Kinos, wo man das machen kann. Tobi Hooper, Kabinett des Schreckens. Typischer 80er-Slasher, ich fand den sehr cool. Ich finde es halt vor allem durch die Atmosphäre auf dem Rummelplatz sehr geil. Und diese Geisterwald-Atmosphäre ist halt sowieso was Unheimliches. Und Upgrade, wie gesagt. Ich musste gucken, weil ihr halt 16 und DVD ab 18. Und da musste ich mich erst durch diverse Schnittberichte durchwühlen. Habe dann aber festgestellt, dass das die identische Fassung ist. Bis auf eine Szene, die aber auch in der 18er in Deutschland fehlt. Weil die sehr doof sind, weil sie wieder so eine Drogenszene rausgeschnitten haben, weil die sich irgendwo einen Joint reinpfiffen und es war für etwas kaputt. Das dürfen wir nicht zeigen, wie die Kinder Drogen rauchen. Macht das nicht? Nein, ansonsten keine Handlungsschnitte, sondern genauso ankackt wie die 18er und deswegen jetzt auch Blu-ray abgelegt. Ich finde toll. Gibt es da Karussell gesehen? Ja, auch, ja. Was ganz auch immer Platz. Calypso und so ein Flying Swing irgendwie, so ein Ding da und so ein Zipper, American Zipper. Und halt der geile Geister. Aber die Geister ist überhaupt an sich sehr cool. Ich hol was Dickes raus. Pipi Langstrumpf.
von Astrid Lindgren. In einer Box, wie man sagt. Nein! Box 5 DVDs aus Studio 100. Da kenne ich aus Kindheitstagen eine große Heldin. Und was für deine Tochter wahrscheinlich auch, ne, als Inspiration. Auch für mich nicht. Kann ich Papa ärgern. Ja, am besten fand ich ja sowieso immer, wie hieß der Bruder von Annika? Tommy und Annika. Nee, schön, schöne Box. Bin gespannt, bei ihm mehr zu hören. Ja, was soll man, also zu Pippi Langstrumpf braucht man, glaube ich, nichts mehr sagen. Schöne Box, klar. Du hättest aber jetzt auch auf diese Sammelserie warten können, ne, von Astrid Lindgren. Doch, da kann ich übertreiben, ne? Nein, genau. Finde ich auch nicht so toll. Aber Pippi Langstrumpf, klar. Wer kennt sie nicht? Wer hat sie nicht gehabt? Ja, ich merke aber, Pippi Langstrumpf ist die erste Frau, die ich in Strapse gesehen habe. Richtig, ist das so. Geht, glaube ich, jedem. Ist bei jedem Mann so. Das ist so. Na, Pippi Langstrumpf, komplette TV-Serie halt in einer bezahlbaren Box. Die Box davor, die war ja nicht zu bezahlen. 49 Euro. Ich dachte, nee, jetzt eigentlich nicht, vor allem nicht für 4:3 und so Scheiß. Die war jetzt für 17,95 in irgendeiner Last Christmas Amazon-Aktion. Und ja. Dafür für 5 DVDs in einer echt schicken Box, die ist toll aufgemacht und komplette TV-Serie umgeschnitten. Bin ich dabei! Meine Tochter auch schon. Gibt es bei Pippi was Geschnittenes? Nein, aber es gibt noch die Filmbox und die Filmbox wurde ja aus der TV-Serie zusammengeschnitten. Ja, da wurden natürlich nicht. Umgeschnitten in dem Sinne, alle Folgen und nicht diese blöde Filmbox, wo aus den Serien die einzelnen Filme. Zusammengeschnitten worden. Ich nehme nochmal den letzten hier, der oben quer drauf liegt. Zum Gedönse. What? Was? Pipi-Cut. Pipi-Cut, genau. Pipi-Cut. Ich fand übrigens immer die Reise nach Takatuka-Land. Ist auch mit die beste. So ein Dreiteiler. Vier Folgen, glaube ich sogar. Takatuka-Land, ja. Gehen wir zum Die Armstrong-Lüge. Ja, lügt er oder die anderen? Das ist hier die Frage. The Armstrong Lie setzt 2013 ein, nachdem Armstrong seine 7 Tour de France-Titel aberkannt wurden und liefert die fesselnden Nahaufnahmen eine der größten Enttäuschungen in der Geschichte des Sports. Scheint ein Dokumentationsfilm zu sein, der Lance Armstrongs Doping-Geschichte mal beleuchtet. Ja, kenne ich nicht. Du hast jetzt ja mehrere Festivals. Entschuldigung, ja, ich wollte dir das überlassen. entscheiden konnte. Das immerhin hat er wieder Preise gewonnen. Nee, ja. Nur teilgenommen. Also. Ach, Preise ist ja, dann jetzt nicht erkennbar. Ich frage mich gerade, in welcher Ecke die steht. Ist das Sportfilm oder ist das Drogenfilm oder Drama? Doping, Drogen. Wir kommen ja auf Drogen. Drogen, oder? Ja, alles sind Aufputschmittel, Drogen. Ja, ich habe vor kurzem noch das Cover gesehen, der ist irgendwie relativ. Genau. Ich bin jetzt Sammler von diesen Digitalcode-Filmen und da habe ich halt das Cover gesehen und dachte mir, oh, da gibt es einen Film drüber. Bin gespannt, mehr zu erfahren. Ja, gut, das Problem mit dem Genre habe ich ja Gott sei Dank nicht, weil ich meine Blu-ray selber noch von A bis Z sortiere. Deswegen muss ich nicht nachdenken, wo ich den hinstelle. Er wird wahrscheinlich bei Spock landen, schätze ich mal. Ja, warum kaufe ich mir den? Der ist mir ans Herz gelegt worden. Vom Arbeitskollegen. Das Spannende an dieser Doku ist halt, dass der Filmemacher, wie heißt der überhaupt? Armstrong. Nein, Quatsch. Steht nicht drauf. Doch, da. Ja, Alex Gibney, keine Ahnung. Kennedy Marshall, wie auch immer. Ja, Alex Gibney, genau. Dass der eigentlich einen Film machen wollte, halt über das erfolgreiche Leben von Lance Armstrong. Und während er die Dokumentation angefangen hat, glaube nach einem halben Jahr Drehzeit, wo sie schon irgendwie tonnenweise Material gesammelt haben, kam dann halt die Aberkennung der 7 Titel und von wegen, ich habe die ganze Zeit nur gedopt. Und dann hat sich die Dokumentation halt dann natürlich gedreht. Und ja, ich habe die wirklich komplett am Anfang in allem durchgeguckt, hätte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich nicht so der Doku-Film bin. Der ging auch ziemlich lange, glaube ich. Ne? 124 Minuten. Eine Etappe. Eine Etappe? Eine Etappe. Ich fand ihn sehr interessant, was ein bisschen anstrengend ist. Er hat leider Untertitelung, hat keine deutsche Tonspur. Und man muss halt immer so ein bisschen, also ich zumindest, weil der spricht sehr schnell, der Dokumentarfirma. Und vor allen Dingen auch die Interviews mit Lenz sind dann irgendwie so, ich musste da mitlesen auf Deutsch. Also ich bin da nicht mehr hinterhergekommen. Das ist keine Wimbledon-Doku. Aber ich fand es. Der haut aber auch einen raus hier. Ich fand es sehr interessant und ich werde ihn auch behalten, weil der war echt
Unterhaltsam. Ja, unterhaltsam, definitiv. Vor allem, wie gesagt, dieser Twist dann. Den Armstrong habe ich rausgezogen. Ja, Armstrong auf einmal. Oh, ich fand sowieso, man hätte Doping, sollte man da freigeben, der mit dem besten Arzt gewinnt. Oh. Schöne Box von Rubber. Ich hatte den Film gesehen und konnte den nicht so viel abgewinnen. Da sind wir doch verschiedener Meinung gewesen. Aber diese Edition ist schick. Schick, schick. Ja. Ja, ein schönes Cape Light Media Book. Keine Media. Box. Den hat sich, glaube ich, in letzter Zeit fast jeder gekauft. Mhm. Ja, den haben sich sehr viele geholt. Geiler Film, der, ja, muss man mögen. Also, und ein Reifen, der durch die Gegend rollt und anfängt zu vibrieren und alles stirbt. Und wie ist es entscheidend? Der beste Killer-Reifen-Film, den sie je gesehen haben. Ich glaube, den haben wir schon mal bei mir ausgepackt. Oder ich habe den, glaube ich, schon mal ausgepackt. Und auspacken, dieser Film ist, wie alles, natürlich reine Willkür. Achso. Der Spruch im ganzen Film, reine Willkür. Ja, Ankert sowieso. Wie gesagt, ich habe ihn mal gesehen, bei irgendeinem Marathon. Ja, Trash-Film wichteln. Bei mir, ne? Genau. Ja, den hat man. Rubber. Den habe ich irgendwo rausgekriegt. Ja, Rubber, ich liebe diesen Film. Er ist einfach nur geil von der ganzen Art. Viele denken ja, der ist totaler Trash und billig und scheiße, was ja nicht stimmt. Er ist ja nur mal eine Arte-Produktion. Und ja, wie nennt man sowas? Keine Ahnung. Anspruchsvolle Trash-Film? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er wirklich geil und hat auch halt künstlerische Momente. Ich erinnere nur die Öffnungsszene mit den Stühlen da, wo das Auto da durchfährt und naja, wie auch immer. Ja, den haben viele in letzter Zeit gekauft, weil runtergesetzt von 21,99 auf 8,99. Ob es aktuell nur so ist, weiß ich nicht. Ich habe den irgendwie eine Woche vor Weihnachten da gesehen. Ich habe geil, für 8,99 endlich mal ein Mediabook kaufen, weil das habe ich immer schon gewollt. Auf der Liste gehabt, weil es echt schön ist. Und ja, gut, habe ich es, ne? Rubber. Also ganz links ist eine dicke Box. Nee, ich nehme hier. Ich nehme hier. Das nächste Mediabook. Auf dem Kleeblatt? Nein. Boah, nee, krass. Nee. John Dies at the End. Habe ich selber noch nicht gesehen. Ist aber irgendwie so eine Mischung aus irgendwas Krankes auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Ne? Ich habe schon einiges von gehört. Würde den gerne mal sehen. Moment, doch, den habe ich doch gesehen, oder? Weiß ich nicht, ich möchte nicht sagen. Weiß nicht, was du für Filme schon gesehen hast. Ja, manchmal vergisst man die auch. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich den schon gesehen habe. Dann habe ich noch mal vergessen. Aber also, schöne Edition, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ihn vor kurzem gesehen und ich muss sagen, ich habe fast die Hammer vergessen. Ich weiß, dass es um Zeitreisen geht. Genau. Und eine schwarze Masse kommt dann vor, aber die sitzt, der sitzt aber nicht in einem Café. Und auch. Mit einem, dann habe ich ihn auch gesehen. Ja, ja, so ja, dann habe ich ihn auch gesehen. Paul Giamatti sitzt da im Ding. Aber ich müsste noch mal gucken. Das Buch ist schön. Also. Den Hund. Ja, auch Amazon eine Woche vor Weihnachten. Von 21,99 auf 11,99. Habe ich gesagt, gut, nimm's auch mit. Ja, völlig stranger Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ende auch schon wieder vergessen. Ja, es gibt so Filme. Er fängt halt mit dem Filmtitel an, mit dem Spoiler halt. Ja, John stirbt am Ende des Films. Der ruft sich doch an. Der ruft John. Genau. Er ruft sich selber an und du stirbst am Ende des Films und bla 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 und den keine Ahnung. Oder der Freund oder was auch immer. Und ja. Und dann Zeitreisen und Masse und Ritter und ach, keine Ahnung. Ich muss dir nochmal gucken. Der war halt total strange. Aber schönes Mediabook und ja, für 11,99 habe ich da mal, ne? Mitgenommen. You cannot say no. Genau, you cannot say no. I cannot get it out. Ja. Juan of the Dead. Kubanischer Horrorfilm habe ich auch schon seit langer Zeit im Schrank noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Und das habe ich auch gesehen, dass es hier im Angebot war. Und habe dann auch erst im Warenkorb gehabt und dann mit dem Finger nochmal gezuckt und zurückgezuckt, weil ich dachte, nee, hast du nicht geguckt. Und wenn du nicht geguckt hast, dann ist das eigentlich ein Kriterium dafür, sagen, ich warte nochmal. Bei Medienbuchs kann man immer kaufen. Ich weiß. Ja, eigentlich schon. Das war gerade Ende der Kasse oder so. Ja, eigentlich schon. Ich habe den auch im Regal stehen. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich weiß, der soll eigentlich ganz gut sein.
Oh, der sieht auch. Ist das nicht eine Frau, die ihr mal heiraten würdet? Sollte eure Braut nicht so aussehen? Hm? Eine Perla Negra. Nee, ja, Mediabook, was soll man dazu sagen? Schön, wenn es günstig war, umso schöner. Ja, auch runtergesetzt, alle irgendwie in der Woche vor Weihnachten, da sind die alle drei zusammengekauft. Ja, upgraded. Die normale Blu-ray hatte ich schon, aber Mediabook ist natürlich schöner. Und Film an sich finde ich sowieso cool. Ist zwar keine Bombe, aber er ist gut. Nette Zombie-Unterhaltung, hat ein paar lustige Witze drin und vor allem Ende finde ich halt ziemlich geil. Macht Spaß. Juan of the Dead. Die nächste Box. Eine Serie, von der ganz viele Leute reden. The Blacklist. Kenne ich nur vom Namen her. Deshalb kann ich da nichts sagen. Ah, es geht schon wieder irgendwie um FBI und so weiter und so fort. Ja, wahrscheinlich eher nicht was für mich, aber es soll ganz gut sein, habe ich gehört. Ich habe davon auch auf der Arbeit gehört. Ja. Und auch gute Kritiken. James Bader. Ist James Bader der von der Frühstück bei ihr? James Bader? Auch, ja. Die Zeit vergeht. Der ist ja so total alt schon drauf. Was hat der? Der ist auch alt hier, ja. Wir werden alle nicht jünger. Man könnte sagen, wir werden alle nicht jünger. Genauso jung wie der, glaube ich, am Ufer. Ist, glaube ich, der Trend halt für Hollywood-Schauspieler, haben wir schon mal gehabt, dass alle die TV-Serien wechseln und da ihr Geld mit verdienen. Erzähl mir, Erleuchtung. Ja, auch noch nicht geguckt. Auf vielen Empfehlungen halt gekauft. Ja, kurze Handlung. Zack Spader ist halt ein Schwerverbrecher, der im Knast ist, deswegen hat er auch die Handschellen hier vorne um. Und eines Tages ruft er sich irgendwie einen Wärter und sagt, ich möchte gerne genau die und die Agentin jetzt sprechen, sonst keinen anderen. Und dann kommt die vom FBI und dann sagt er zu ihr, pass auf, irgendwie nächste Woche stirbt der und der und bla bla. Eine heiße FBI-Schnalle. Ja, er hat also irgendwie eine geheime Blacklist, wo er irgendwie sämtliche Attentate und Morddrohungen an wichtigen Leuten in den nächsten Jahren irgendwie, wo er immer so hat, ich habe keine Ahnung, so, das ist so die Grundhandlung so ungefähr. Soll sehr geil sein, vor allem, wo ich echt drauf gespannt bin, liest man auch im ganzen Netz, die Serie soll mit, oder nicht mit, es ist die, ist sich irgendwie jeder einig, dass diese Serienveröffentlichung den besten Ton und das beste Bild ever einer TV-Serienproduktion hat auf Blu-ray, deswegen bin ich mal gespannt. Soll also alles wirklich gestochen, scharf und brillant aus den Boxen. Ja, zweite Staffel läuft aktuell auf Sky, aber die erste muss werden. Ich bin gespannt. Macht Sinn. Weiter. Was ist das? Itzeage 1, 2, 3, 4. Ja, Itze. Merkst du das schon? Er wollte schon wieder den Pappschuber wegschmeißen. Die Mammutbox. Ich kenne, glaube ich, nur eins und zwei, drei, vier sind noch nicht bekannt. Ja, eins, absolute Bombe, Bombe, Bombe. Und dann nahm das Niveau leider immer mehr ab. Zwei konnte man noch gucken, drei, auch vier. Fand ich schon nicht mehr so toll. War dann noch, ist dann noch ein bisschen ausgelutscht. Aber ja, man kann sie, wenn man ein Kind hat, durchaus mal gucken. Ja, ich hatte den vierten noch nicht. Und dann irgendwie zwei Tage vor Heiligabend irgendwie die ganze Box dann für 8,99 bei Amazon war, habe ich dann gesagt, gut, bevor ich jetzt den vierten für 7,99 kaufe, kann ich auch die ganze Box kaufen und den Rest weiterverkaufen. Ja, mit Platz im Regal. Mit Platz im Regal weg und alles gut. Ne? Ja, wie gesagt, eins sensationell. Ja, die einzelnen, die anderen. Der erste Teil war sensationell, der zweite fand ich total nervig mit diesem scheiß Opossum-Gekacke da. Der ging mir total auf den Sack. Den dritten fand ich erstaunlicherweise richtig geil, wieder mit dem Dinosaurier. Und den vierten, muss ich gestehen, habe ich noch nicht geguckt. Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Ja, wie gesagt, 8,99 für vier Filme. Packt man mal gerne in den Warenkorb hinein. Ne? Eine Box, die mir eigentlich auch noch fehlt. Ja, da ist er. Batman. 89 bis 97. Ja, zu den Filmen braucht man nicht mehr viel sagen, außer, dass ich einer der wenigen bin, wahrscheinlich, die 3 und 4, also Batman Forever und Batman und Robin, geil finden. Ich finde die super, weil die eine Hommage an die 60er Jahre sind, völlig übertrieben, völlig bunt, völlig comichaft und einfach nur super. Und ja, 1 und 2 von Tim Burton sind Klassiker der Filmgeschichte. Das sind halt 4 Teile. Ja. Ja.
Ich hatte mich gerade gefragt, ob es Dubletten heute Abend geben wird beim Auspacken. Und dachte mir gerade, ja, das ist die erste Dublette, aber nein, das ist nicht die erste Dublette. Werden wir später erfahren. Okay. Also ihr in einem nächsten Video dann wahrscheinlich. Ja, zu ja. Batman, wie gesagt, Upgrade war auch für 10,97 in Amazon Last Christmas. Da habe ich dann gesagt, gut, jetzt wird Zeit, die DVDs rauszuschmeißen. Nee, ich gehe mit dir konform, aber ihr kennt ja auch meine Meinung zu den Batman-Filmen. Das ist Batman. Das andere da mit Dark Knight und alles, das ist nicht Batman. Und da bleibe ich bei, das sind die vier Batman-Filme, die Batman und Gotham City darstellen. Nichts gegen Christopher Nolan, die Filme sind gut, aber kein Vergleich zu den Original-Batman-Filmen. Das ist meine Meinung. Den habe ich ausgerufen, den Batman. Batman. Wie gesagt, wenn er ganz links will, dann holt er das Ding jetzt da raus. Nee, hier machst du bis zum Schluss auf. Oh, oh, hast du wieder Fußball gezogen. Die schönsten Highlights. Also das hast du angekündigt, gell? Ne? Nein, ich habe es nicht angekündigt. Aber es gibt gefragt, ob das... Ich sag da gleich was zu. Ich sag da auch mal was zu sagen. Stimmt. Du sagst bestimmt das gleiche wie ich. Ja. Ja. Zusammenfassung der FIBA WM 2014. Deutschland ist Weltmeister und jetzt kann man es für die Ewigkeit. Deutschland! Ja. Deutschland! Okay. Genau. Und Manuel Neuer ist nur Dritter geworden. Scheiße, mit dem Messi genau. Und Ronaldo wieder. Ja, das sind die Highlights der WM, die relativ günstig zu kriegen sind. Im Gegensatz zu den deutschen Highlights, da kostet nämlich die DVD 60 Euro. Bis jetzt. Mäh. Nicht mehr? Ich erkläre mal das System. Okay. Nein, nein, aber die war auf jeden Fall von Anfang an günstiger zu kriegen. Nein. Auch nicht? Nein. Die kostet 70. Nein. Ich erkläre das. Die war günstig. Es gibt aktuell, ich hole mal aus für die Fußball-Fan. Das ist eine Billigvariante, oder? Genau. Es gibt aktuell vier große FIFA WM 2014 Boxen, egal ob DVD oder Blue. Es gibt einmal alle deutschen Spiele in einer Box. Es gibt alle Tore des Turniers. Es gibt alle Highlights des Turniers und es gibt alle deutschen Highlights des Turniers. Das sind die offiziellen vier. Das hier ist so eine, wie nennt man das? Lokware von Netto. Ah! Ja, da sind nur die schönsten Highlights. Das geht auch nur 10 Minuten. 90 Minuten, während die anderen irgendwie 140, 150 gehen. Mhm. Das ist also quasi eine Zusammenfassung. Es sind jetzt nicht alle Highlights, ja, nur die schönsten. Da kann man quasi mal reingucken, ob man das gefällt, ob man dann die anderen Boxen kaufen will. Die habe ich geschenkt gekriegt und deswegen habe ich es natürlich auch gerne in Empfang genommen. Werde mir das im Vorfeld schon mal angucken, werde mir natürlich aber, wenn der Preis fällt, auch die Komplettbox okay. Als Fußballfan natürlich. Also hast du schon gehabt. Aber davon abgesehen, ich meine, die deutsche Box mit den deutschen Spielen ist, glaube ich, exorbitant teurer als die anderen Highlights. War zumindest. Ja, exorbitant nicht. Aber auf jeden Fall teurer. Ja, ein paar. Mindestens das doppelt. Ja. Ja. Ist egal. So. Zu teuer. Ich bin dran. Oh, ich hab den Fußball nicht raus. Oh, was dünnes? Oh. Die Expendables 3, A Man's Job. Hast du nicht gesagt, du kriegst ihn im Stil? Da, ich glaube. Okay. In der Director's Cut 18er Version. Ja, ich habe den letztens gesehen. Und muss sagen, von den drei Expendables fand ich den am schwächsten. Er war gut, er war unterhaltsam, wie die anderen davor, aber er hatte halt nicht diese markanten Sprüche, diese geilen Auftritte, wie zum Beispiel von Chuck Norris im zweiten Teil oder dieses geile Spiel zwischen Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger im zweiten. Er war, wie gesagt, unterhaltsam, aber von den dreien der schwächste bis jetzt. Aber es kommt ja noch ein vierter, also von daher... Wie rechnen wir anderen mit, dass du das von R-Punkt von deiner Firma bekommst? Von R-Punkt? R-Punkt. Was ist denn R-Punkt? R-Punkt. R-Punkt. Der Vorname fängt mit R an. Der Vorname fängt nicht mit R an. Nein, okay. Nein. Dann heißt er auch nicht R-Punkt. Dann ist es nicht R-Punkt. Wer ist denn R-Punkt? Das muss man gleich mal außerhalb der Kamera diskutieren. R-Punkt. Weil du sagst, du hast nämlich angeboten bekommen vom Kollegen oder so. Sag ich ja gleich was zu. Also, ja. Man's Job. Also der Spruch wurde. Ich habe noch nicht gesehen, ich warte bei diesen Filmen jetzt darauf, bis der auf dem Wühltisch erscheint, weil die kamen mir nach 2 Monaten irgendwie auf dem Wühltisch an. Wühltisch. Faszinierende Geschichte. Ich habe das Steelbook in Auftrag gegeben, tatsächlich über einen
Zwischen Erdpunkt, einen anderen Zwischenhändler. Das ist aber noch nicht da, aus dem ganz anderen Grund, weil der Kollege noch krank ist. Und dann war ich durch Zufall, und das fand ich total lustig, weil da war jetzt so ein ganz, ganz komischer Kauf. Also ich warte auf das Tierbuch, weil ich es zu einem relativ günstigen Preis bekomme, für, glaube ich, was habe ich gesagt, 8 Euro, genau. Darauf warte ich aber noch, da habe ich gerade erklärt. So, und dann gehe ich in den unteren Saturn, und gehe da so lang, dumm die dumm, und gucke so neue Schauen, blam, 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 und ach, Expendables, ja, 18, okay, aber ne, und dann gucke ich so, hä? 6,99. Nimm den ab und runter, 14,99. Die für 6,99 bin zur Kasse gegangen, hat sie angebaut, habe ich mitgenommen. Haben sie wahrscheinlich falsch ausgezeichnet. Ja. Naja, jetzt werde ich mir den angucken, werde den dann wahrscheinlich verscherben, ich habe noch nicht gesehen. Deswegen hat der Saturn geschlossen. Und dann kostet mich das Steelbook sage und schreibe 2 Euro. Achso, 16 oder 18? Das ist die 18er. Das ist die 18er. Nee, die ungekuttete. Ungekuttete. Die ungekuttete. Nehme ich. Nimmst du? Gut. Okay. Weiter. Ja, ja. Homeland, die komplette Season 3. Das lässt vermuten, dass uns noch mehr erwartet aus Homeland. Weil wir haben bislang noch keinen Homeland bei dir ausgemacht. Ja. Die zweite haben wir schon ausgemacht. Zwei. Dann haben wir nur noch eins. Ja, ich kenne die Serie noch nicht. Nur Gutes gehört bislang. Bin gespannt. Gesehen habe ich die Serie auch noch nicht. Wollte eigentlich mal, als sie so rauskam, mit angefangen, habe es aber irgendwie verpasst. Und das ist, denke ich mal, auch wieder eine Serie, wo man, wenn man den Anfang nicht gesehen hat, nicht irgendwie mit Season 3 anfangen kann. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Was ich hier schön dran finde, ist mal wieder eine schöne Box oder eine schöne Verpackung für eine Serie. Da wird ja auch mittlerweile total abgespeckt. Da gibt es eigentlich immer noch die normalen Hüllen. Und hier ist es halt so wieder so ein schönes Digipack in einem schönen Schuber. Das macht wesentlich mehr her im Regal. Ich denke, die Serie wird irgendwann mal geguckt, aber da stehen noch ein paar andere vor im Regal, bevor die drankommt. Ja, momentan gibt es ja 3 zu kaufen in Deutschland. Die 4. wird ja gerade produziert oder läuft in Amerika. Keine Ahnung, bin gerade überfragt. Erste gesehen, Bombe. Die zweite soll schwach sein, die dritte wieder gut. Deswegen bin ich gespannt. Aber wie gesagt. Die zweite. Ja, genau. Ja. Genau. Der Vorteil, bei, wenn, die Serie, wenn die Staffel schwächer ist, das sind ja immer nur noch 10 bis 12 Folgen, da kann man sich durchquälen. 12, ja. Als wenn du dann noch 22 gucken musst. Also wie gesagt, erste fand ich richtig sensationell. Mal gucken, zweite wäre. Bin ich? Ohne. Schmeckt ja den verschiedenen. Ja, komm. Aber die zweite ist auch schwächer. Machen wir mal kurz. Staffel 1. Erzähl uns was. Das ist schon eine alte Bombe. Ja, die zweite haben wir ja vor Wochen, Monaten schon ausgepackt, weil ich die auch günstig mit Arbeitskollegen geschossen hatte. Und dadurch habe ich erst angefangen, die erste zu kaufen. Die dritte wäre ja gut. Hä, nochmal? Du kaufst erst die zweite Staffel, siehst du die zweite Staffel oder noch gar nicht? Nein, natürlich nicht. Ich gucke doch nicht erst eine zweite Staffel. Aber wenn mir einer auf der Arbeit eine zweite Staffel für 10 Euro anbietet, dann nehme ich die mit und denke mir, okay, dann kaufst du jetzt die erste und die dritte und guckst dann die ganze Serie. Das ist dumm. Ja! So, und raus. Orphan Black. Ein Klon ist niemals allein. Ah, macht dieses tolle Cover hier mit dem Bild, man hier doppelgemoppelt sehen kann. Nee, könnt ihr sehen, ne? Habe ich mal als Titel gesehen, aber sonst sagt man es gar nicht. Sie brauchen kanadische Break Your Sucht von Lost. Ja, also ich kenne sie auch nur vom. Vom Titel, das ist Staffel 2 übrigens, falls du es nicht erwähnt hast, aber man kann auch echt nicht alle sehen, es gibt so viele und die Qualität der Serien an sich ist ja wesentlich besser geworden, als früher, also jetzt nicht nur von der Optik und vom Dingsbuch, auch von den Storys und sonstige Sachen, ja, aber man kann halt nicht alles gucken, ne? Hast du bestimmt vom Arbeitskollege gekauft die zweite Staffel und wirst dann nachher die erste Staffel? Nein, da habe ich tatsächlich der erste Mal angefangen. Geheimtipp übrigens von Lars, der hat mir die empfohlen. Lars R. Lars R. aus B. B.S. B.S. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, ich übertreibe gerne, aber dann kann man auch im Netz gerne mal gucken. Wirklich sensationelle Serie. Ich habe die zweite noch nicht gesehen. Die erste habe ich verschlungen, da waren wir 9 Folgen oder so. Wie sind das hier? 10 Folgen, glaube ich, die erste war 9. Absoluter Geheimtipp,
Sensationell. Lief auch irgendwie in Deutschland, glaube ich, nur auf ZDF Neo, glaube ich, wenn ich alles täusche. Ich ist halt auf eine Sky oder auf Sky, klar, auf Sky. Also es ist BBC-Serie halt, aber ich habe die verschlungen, die erste Staffel. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also absolut geile Serie. Wie gesagt, das ist das Schönste. Das ist wieder das Schöne, wenn die Serien nur so 10 Folgen haben. Ja. Ja, ist man auch schnell durch. Absolut geil. Und wie du sagst, die Qualität und so weiter. Ich hab ja jetzt genug Serien. Und jetzt habe ich gehört, auf Sky wieder Sleepy Hollow aufgenommen. Da wollte ich das mal gucken. Jetzt habe ich die ersten 3 Folgen von Sleepy Hollow geguckt. Ja, scheiße, wie geil. Jetzt gucke ich erstmal auf Sky wieder Sleepy Hollow. Komm mit meinen anderen Serien gar nicht weiter. Aber wir merken, wir sind mittlerweile in deinem Weihnachtsupdate, glaube ich, weil da holt ihr euch ja immer Serien. Ne? Genau. Sleepy Hollow ist auch richtig geil. So. Oh, Studio 100. Die nächste Lizenz. Die Biene Maya. Mit Willi. Ja, ist das die alte, ja doch von den Zeichnungen her, die alte Serie? Die alte, ey! Die alte Schnipfe! Ja, es gibt ja hier eine die Anime, computeranimierte und ja, wer ist nicht mit Biene? Biene! Biene! Die Biene! Maya! Wer ist nicht mit Willi, Willi, Maya und Flip aufgewachsen? Ja, das ist mit die süßeste Biene, die es so gab. Ja. Und ich habe auch schon in einem Stadion auf einem Konzert mit Karel Gott die Biene Maya gesungen. Ja, geil. Ich kann jetzt nichts mehr so. Ja, ihre schönsten Abenteuer. Warum kauft man sich sowas? Und Teaser. Genau, Teaser für meine Tochter, weil ich nicht wusste, wie ihr Biene Maya gefallen wird. Da habe ich gesagt, bevor ich dann jetzt die ganze Book für 69 Euro kaufe, kaufst du erstmal einen Teaser. Dann hat sie einen. Sie guckt 2 Folgen. Ah, oh, geil! Oh. Ja, weiter. Ja, die Biene habe ich, Maya habe ich rausgesucht. Oh, ja, voll. Nee, da liegen auch noch welche. Da haben die auch noch welche. Teaser 2 wahrscheinlich. FIBA WM 2014. Die schönsten Tore. Genau, nicht alle Tore. Nicht alle Tore. Die schönsten Tore. So. Da warst du nachher eine ganze 70 Minuten diesmal. Ja, waren halt nicht so viele Tore, ne? Außer im Halbfinale. Ja. Von Deutschland gegen Brasilien. Da ist so das ein oder andere Türchen gefallen. Ja. Ja, ich hoffe. Ach, da ruft der Spielberg wieder an. Ruf wieder an. George Clooney, dein Meister, dein Lebenswerk hast du gestern mitbekommen. Ja. Da war der Jürgen. Nein, der Jürgen. Also der Jürgen war im Bild. Der Jürgen? Der Club? Der Yogi. Der Yogi war der Welttrainer des Jahres. Der Yogi hat angerufen und hat gesagt, geile DVD. Also, ne, wie gesagt, Teaser, die schönsten Tore. Auch ein Weihnachtsgeschenk. Und dann gucke ich mir das natürlich an. Yogi hat dich berichtigt. Es gibt natürlich nicht alle deutschen Highlights. Genau. Es gibt alle deutschen Spiele. Es gibt nur 3 verschiedene. 3 verschiedene, die aber momentan zu viel Geld kosten. Aber ich denke mal so, halbes Jahr. Da war bei 2010 genauso. Alle deutschen Spiele, 59 Euro auf Blu-ray. Habe ich ja später 9,95 Euro. Die laufen ja auch nicht weg, man weiß ja, wie es ausgegangen ist. Genau. Das ist ja nichts, was man. Mensch, hat der Müller schon wieder nur den Pfosten getroffen. Aber der Götze hat nicht. Wieder gemacht. 170. Der Mario. War der nicht 119? 117. Okay. Ja, Sam Neill in John Carpenters Die Mächte des Schwachsinns. Des Wahnsinns. Die Mächte des Wahnsinns? Die Mächte des Schwachsinns sind hier. 1, 2, 3. Ja. No. Ja. Komm, der war nicht schlecht. Ja, gut. Das war aber auch nicht gut. Er ist nicht Bombe, aber ich weiß nicht. Unterhaltsam, weil ich wollte davon ablecken, dass der Film nicht bislang in meinem Player gelandet ist. Deshalb kenne ich ihn. Ich kenne ihn auch nicht. Ich habe ihn oftmals in dieser 3 für 7 und so Aktion, aber. Ja. Unterschätzter Film vom großen Meister John Carpenter, einer seiner unbekannten, aber definitiv einer seiner besten. Ist so. Sam Neill spielt richtig geil und der ist nicht geil, der spielt geil. Ja, aber man kann auch geil. Kann man im Netz auch gerne mal nachlesen. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Ich habe mein Humorzentrum getan. Bösen, düsteren Atmosphäre, bösen Effekten, richtig schön Schockern, also richtig was für Thorsten. Und der macht richtig Spaß. Und der war lange zu horrenden Preisen nur zu bekommen. Jetzt wurde er endlich neu veröffentlicht. Leider Warner, sprich Cover, weil der Cover finde ich total bescheuert. Noch selten so ein bescheuertes Cover gesehen. Und natürlich eingebrannte FSK-Flatsch. Aber geiler Film. Ich, ja, du. Ja, du, da. Ja, du, da. Nein, nur. Nee, ja. Robbie O'Fee,
Luis Held, Lise-Marie Koroll, Lina Larissa Strahl. Oh, das geht also durch das Kopfkino. Nee. Auf der einen, da gibt's Kassüle. Auf der anderen, da gibt's Kassüle. Das ist was ganz anderes. Von Lisa Larissa Strahl. Da ist mal aber sowas boxen wir ja noch nicht an. Es geht um Bibi und Tina. Ach, du ist wahrscheinlich ein Familienfilm. Kinderfilm. Der Kunststoff in einem neuen rasanten Gewand. Ach, Kunststoff. Der Kunststoff. Der Kunststoff in einem neuen rasanten Gewand. Ich hab ja. Mit Thriller-Elementen, feiner Romanze und bewährtem Charme. Ab null? Thriller? Jetzt bin ich aber gespannt, was er macht. Bibi und Tina, jetzt in echt. Wer kennt natürlich nicht Bibi Blocksberg und Tina? Boah, frag mich. Muss ich meine Tochter fragen. Tina halt, ne? Tina. David der Winter. Ja, das, was für die Jungs quasi Benjamin Blümchen war, war für die Mädels Bibi Blocksberg. Genau. Die Hörspielkassette von, oh, wie hieß die Frau noch? Hä? Die Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg geschrieben hat. Wie ach, du glaubst es. Frau. Ja. Frau Europa. Annett Bleiten kann man sagen. Nein. Bleiten war von Freunden. Freundin, ne? Oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen jetzt. Egal, ihr wisst es bestimmt, wer hat Benjamin Blümchen. Ja, per Google. Kann man genau. Schon mal richtig aufklären. Genau. Und ja, das ist eine Realverfilmung davon. Wahrscheinlich fürs Töchterchen. Nicht nur. Wahrscheinlich für, aber... So, jetzt pass auf hier. Bibi und Tina. Könnte auch ein Porno sein. Selten. Selten passiert das, aber ihr kennt ja, ich mache ja immer Aufkleber in meine so kleine Nüppel hier, meine Filmebewertung, und dieser Film hat ja einen roten Nüppel drin. Elfie Donnelly kurz dazwischen. Kenne ich nicht. Ja. Und roter Nüppel bedeutet. Fünf. Bombe. Absoluter Granatenfilm. Tut mir leid. Brauchst ja nicht leid tun. Nein, weil der von vielen zerrissen wird. Nochmal stopp. Ich roter weiß, Nüppel, ich bewerte meine Filme mit so kleinen Aufklebern hier. Ach, da, okay. Ja, die ich geguckt habe. Ah. Damit ich später noch weiß, ob ich den gut oder nicht gut fand. Ja, ob da nochmal ein Player rein ist. Ne? Und was ich verkaufen kann und so ungefähr. Hm. Meine Tochter hat mich Weihnachten schon länger her, das war irgendwie Mitte des Jahres, ins Kino geschleppt in diesem Film. Und ich habe gesagt, boah, nee, Bibi und Tina, diese Aufleinwand, das funktioniert bei mir sowieso nicht. Und dann fing der Vorspann an und dann kam eine Boje-Produktion. Und eine Boje-Produktion in Deutschland heißt, wer hat den Film regisiert? Detlef Buck. Und Detlef Buck ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und der hat wirklich aus dem Stoff hier, aus dem Zeichentrickstoff, richtig geilen Scheiß gemacht. Ohne Scheiß jetzt. Richtig geil. Geil Scheiß, ohne Scheiß. Ja, es ist selten, dass ich einen Familienkinderfilm so in den Himmel lobe, aber den habe ich mittlerweile. Schlagt mich, der kommt auf die Liste der meistgesehenen Filme wahrscheinlich in 10 Jahren bei mir. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon 7, 8 Mal gesehen. Alleine, zusammen mit meiner Tochter, schlechte Laune, geil, aber Bibi und Tina machen herrlich. Wie krank ist das? Aktuell läuft im Kino der zweite Teil. Bibi und Tina könnte auch ein Paul. Im Kino läuft aktuell der zweite Teil, den habe ich nicht gesehen. Und ja, man muss sich auch auf solche Filme einlassen und den fand ich einfach genial. Ja, wenn man Kinder hat, sowieso. Genial. Aber ja. Ich hätte ihn wahrscheinlich nie gesehen, wenn ich keine Tochter hätte, aber Gott sei Dank habe ich ihn gesehen. Und Gott sei Dank hast du eine Tochter. Er ist wirklich geil. Ich habe jetzt im Kopf das Bild, wie seine Tochter ihn schleppt ins Kino. Granatenfilm. Einfach nur geil. Nicht zu vergessen, Charlie Hübner spielt den Bösewicht. Charlie Hübner sagt euch beiden nichts. Hallo? Das ist natürlich gar nichts. Oh, guck jetzt Charlie Hübner. Hallo? Doch, Tatortgucker. Hallo? Guck mal, was da liegt. Hast du beim letzten Anpacken ausgepackt? Ja, ist okay. Ja. Charlie Hübner und aktuell, weil ich auch viel geiler finde, im aktuellen Kinofilm spielt den Bösewicht der Dings. Vergesse, wie der heißt, der da war bei Joko und Klaas bei Zirkus Halligalli war. Guck ich nicht. Guckst du nicht, okay. Ich vergesse den Namen immer. Scheiße. Aber der ist super geil, aber egal. Gucken wir später. Ja, ich habe hier The Avengers Marvel-Film. Olli Schulze. Spielt nicht bei The Avengers mit. Jetzt haben wir eingefallen. Das ist stimmt. Hab da bei mir schon ausgepackt, brauchen wir nichts zu sagen. Ja, denn. Eine Bombe, 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 Bombe! Richtig! Natürlich. Letztens erst wieder gesehen. Ein Fetten haben wir noch. Den musst du auch einmal rausholen. Hast du schon dreimal gesehen? Ich hatte, also, ich hatte, es wäre Dallas, aber es ist nicht Dallas. Dallas. Es ist Alias. Kennt ihr noch Dallas? Dallas. Dallas. Alias die Agentin. Alias. 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 Kenn ich nicht. Habe ich nicht gesehen.
Ich könnte jetzt was sagen, aber ich sag mal, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sag jetzt erstmal das Gleiche, wie du sagst. Also ich habe die Serie nie gesehen, weil der große Durchbruch, wenn ich mich recht erinnere, von Jennifer Garner. Mhm. Die ist mit der Serie groß geworden. Und ich glaube, ihr Vater spielt auch, glaube ich, in der Rolle. In der ja, Elias Imbar. Sie ist ja irgendwie eine CIA-Agentin, die. Eine Doppelagentin, genau. Hat die nicht nur irgendwelche speziellen Fähigkeiten oder so? Das weiß ich auch nicht. Ah, okay. Okay, zumindest ist sie eine Doppelagentin. Und hat, und die Serie hat es immerhin auf 5 Staffeln geschafft. Und ja. Ja, Alias, ne? Kenne ich auch noch nicht. Werden wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Warum gekauft? Weil gute Kritiken, weil Empfehlung von Arbeitskollegen und weil, wer hat es produziert? Lostmacher. Genau. Olli Schulze. Nicht Olli Schulze. Abrams. Abrams-Serie. J.J. Abrams. J.J. Abrams, das heißt, er wird total beknackt. Da gibt wieder French und Lost in einem Abwasch wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Also wahrscheinlich total verwirrend und überhaupt. Ja, das war's. Sehr schön. Ich kann ja noch mal kurz hier hinstellen. Daddy. War echt kaum. Bist du, glaube ich, auf den. Da war gar kein Trash dabei. Doch, der Hunter. Guck mal, keine. Ja. 13 Minuten. Genau, 8 Minuten. Zack, nachdem Jürgen Löw angerufen hat. So, das war's. Guck mal, man kann dich noch sehen. Wir sind auf dem aktuellen Stand. Weihnachten und der Rest von 2014 ist abgearbeitet und alles Neue kann jetzt wieder vernünftig ausgepackt werden. Super. Ja, danke fürs Aufpacken. Danke fürs Einpacken. Es war sehr schön und Thorsten freut sich schon über die schönsten Tore der FIFA in 2014. So, jetzt kommt die Masterfrage. Wer hat das 4:0 geschossen bei Deutschland gegen Brasilien? Ja, aber schon wieder vergessen. Das müssen wir jetzt auch überlegen. Ich glaube, es war Toni Kroos. Von den Deutschen? Der hat auch das 3-0 einer geschossen. Einer von den Deutschen. Einer von den Deutschen. Jetzt hätte es auch ein Eigentor sein können. Er hat auch das 3-0 gemacht, ne? Ja. Ja. Das war schön, das Tor? Nee, ganz sehr wahr. Ja, sicher. Hat er zwei hintereinander gemacht? Ja, klar. Hat nicht der Klose zwischendurch gemacht? Nein. 1-0 Müller, 2-0 Klose. War nicht der Kopfball? Stumm. Die Ecke? Ecke war der Müller. 1-0 Müller. Jetzt müssen wir selber. Nein, wir machen das jetzt nicht da rein. Klose hat ja zwischendurch noch sein 14. WM-Tor geschossen. Ich meine, der Kroos hat die nicht hintereinander geschossen. Ich meine doch. Ich meine, wir gucken mal. Ich meine Müller, Kroos, Klose, Kroos. Kidira. Deutschland, Brasilien. Schöne, Schöne. Wir gucken nach. Danke fürs Anpacken. Wir werden in dem nächsten Video auch klären, wer das 4:0 für Deutschland geschossen hat. Ja, das 3:0. Kommt drauf an, wer es als nächstes hochladen. Wenn es jetzt das nächste. Ja, da irgendwann werdet ihr es sehen. Tschüss. Warte, achso, er guckt. Die 5 Minuten haben wir drauf. In der Zeit können wir grüßen, weil er grüßt ja. Ach, ja, wir grüßen. Ich grüße mal ein paar mehr jetzt. Ich grüße Mickey und Mallory, die immer zu grüßen sind. Ralfs Unboxing. Unboxing, hast du schon wieder? Unboxing, The Bossy, Movie Maniac und Divis Movie Channel. Danke. Dem schließe ich mich an. Ich grüße noch, keine Ahnung, genau den. Ja, ich grüße das Filmgespenst, Slane McGross und wie sie alle heißen. Und wie sie alle heißen. Hast du es jetzt? Groß, würde ich sagen. Würde ich sagen. Du sollst dir das Spiel nicht angucken. Ja, wo guckt anstatt er einfach da? Auf den Kicker geht der auf so eine Wald- und Wiesenfußballseite, weißt du? Ah, da sind doch alle Tore. Nee. Ergebnisse. Aber vergiss es. Komm, tschüss. Macht keinen Sinn. Machen wir andermal. Wiedersehen. Wir schreiben.